So, da bin ich leider auf der Aufnahmetaste gedrückt. Ja, das Minecraft läuft leider noch und ich habe meine übliche Verabschiedung leider nicht mehr betätigt. Ich bin wohl auf die Aufnahmetaste gekommen. So, jetzt wollten wir hier noch ein bisschen was ändern. Das muss ins Card rein. Into the Card. To the Card. Form the Card. Das sollte eigentlich so okay sein. Wollten wir jetzt mal hoffen. Der fährt jetzt hier schön weiter. Hier hat er, weiß gar nicht, warum hat er denn hier Flüssigkeit? Oh nein. Oh nein. Naja, das macht er beim nächsten Mal wieder okay. So, jetzt fährt er hier eine Runde runter und jetzt fährt er ins nächste Abteil, bis er keine Seeds mehr hat. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch ein paar Seeds für den übrig habe. Ich schmeiße jetzt da alle Seeds rein, die ich jetzt noch finden kann. Dazu müssen wir jetzt mal eben das Inventar hier ein bisschen schnucklig machen. So. Einmal sortieren, bitte. 24 Seeds. Ich suche jetzt, wie gesagt, alle Seeds, die ich hier finden kann, einfach da rein. Kann mich schon nicht umbringen. Da, Seeds. Und hier. Nichts mehr. Ich muss dann nämlich gleich noch gucken, dass wir die Kisten für die Turtles da wegmachen. Und wir haben es 6 Uhr. Ich habe ja vorher noch, wie gesagt, ein bisschen was gegessen und so was. Das kann mir ja keiner übel nehmen. So, das versuchen wir jetzt mal da unten direkt noch reinzuklatschen. Wo ist er denn hier? Da ist er. So, jetzt bekommst du hier noch ein paar Seeds. Fertilizer hast du noch, das tuckert hier noch bei dir, Lava tuckert noch. Super. Können wir die hier rein tun? Nein. Wailer. Okay, fahr bitte weiter. Dann mach du den Rest hier fertig. Das leckt auch gar nicht so von dem Kart her. Aber es sieht geil aus mit dem Wasser oben drauf. Hätte man vielleicht auch den Lavatank hinsetzen können. Naja, ist ja auch egal. So, was kann denn jetzt da oben noch rein? Das kann eigentlich da rein. Das und das. Die Erde ist nämlich, glaube ich, dass ich keine Erde drin habe. So, hier Sandstein. Sandstein. Das. Oh, Erde habe ich auch hier drin. Und Kies. Was habe ich hier noch drin? Cobblestone und Schienen. Cobblestone und Schienen. Ach, da, apropos Schienen, ich wollte noch ein paar Halteschienen machen. Ah, die machen wir noch. Halteschienen. Da sind's. Da Halteschienen, die brauche ich. Okay, da brauche ich eine Druckplatte. Da brauche ich die Holzschienenbetten. Und die, okay. Bekommen wir hin. Wir brauchen jetzt mal ein paar Druckplatten. Wir brauchen aber erstmal das Glas hier raus, damit die weiter was verbrennen kann. So, Glas vielleicht hier erstmal reinschmeißen. 1, 2, 3 und das auch nochmal hier. Und dann nehmen wir hier wieder Kokskohle. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zip. Schmeißen wir das hier rein. Dann, dann. Und Eisen an die Macht. Ich brauche nämlich noch ganz viel Eisen für das ME-System. Ich glaube auch noch viel Eisen drauflaufen. Deswegen alles hier schön mit Beobachtung da reinschmeißen. So, jetzt wollte ich diese Halteschienen machen. Genau, da brauchte ich Druckplatten für. Da brauche ich erstmal Cleanstone. Habe ich denn noch was? Moostenstein. Oh. Der Moostenstein. Da, Cleanstones. Oh, ist doch geil. Da können wir gleich ein paar Druckplatten mehr machen. Vielleicht für später. Ah, da machen wir jetzt. Komm, wir sind nicht so geizig hier. So. Und mehr brauchte ich glaube nicht. Redstone habe ich glaube nämlich da hinten drin. Ne? Dann kann nämlich alles weg. Jetzt schaue ich mir gerade, wie es da aussieht. Beziehungsweise da ist die Kiste auch wieder. Oh, wow. Das kann erstmal alles raus hier. Tap. Damit da zumindest ein bisschen Platz drin ist. Das ist nämlich auch schon wieder zu voll hier. Und tap. Erze. Die müssen auch wieder verbrannt werden, ein paar. Ja, Gold ist wieder gut. Eisen ist auf jeden Fall wieder massig da. Das ist doch super. Da können wir hier mit den Löchern, können wir dann, weiß nicht, hier. Da hätte ich ja schon gewusst, was das für ein Spawner gewesen wäre. Aber nun leider nicht mehr. Ist natürlich kaputt gegangen. Da hat er auch noch ein paar Steine mit abbekommen. Weil der hat auch zum Beispiel die Sachen dann natürlich nicht bekommen.
Hätte man vielleicht im Untergrund mal irgendwas hinsetzen sollen, aber Pech gehabt. Pech gehabt. Konnte ja aber auch nicht anders, dass hier ein Spawner ist. Hätte ich vielleicht vorher die Welt ein bisschen unten erkunden sollen. Naja. So, jetzt sortieren wir mal noch ein bisschen hier aus. Da passt hier vorne noch rein. Das passt ja auch noch alles so rein. Können wir das Deck hier rausnehmen. Weil das ist dann nämlich super. Dann sind die Kisten voll und dann müsste ich eigentlich irgendwo ein System haben, wo ich die Kisten einfach nur draufsetze. Das wäre auch nicht schlecht. So, wie viel passt denn noch hier von rein? Von Kies, von dem Zeug? Dann sind die nämlich weg. So, und den Rest schmeiße ich nämlich bei mir rein. In die Kiste. Da können wir, glaube ich, noch, was waren das? Drei oder vier Stacks? Oh. Waren sogar noch mehr. So. Nice. Dann könnt ihr nämlich nochmal hier was reinschmeißen. Guck ich mal eben. Wie weit seid ihr? Zumindest hier fast ganz unten. Top. Dann kommt hier nämlich ein Spawner rein. Dann können wir hier, weiß ich nicht, Knochen und sowas da reinbuddeln. Und dann ein paar Ebenen noch, wo wir vielleicht die Schlachterei und sowas reinkloppen. Genau weiß ich das aber noch nicht. So, jetzt habe ich noch zwei Truhen, die kommen wieder hier ins Backpack. Weil die kann ich immer gebrauchen, die Truhen. Irgendwo aufstellen und fertig hat sich die Sache. Und jetzt sollte ich noch diese Halteschienen machen. Die mache ich aber auch an diesem Table, damit der voll wird. Das brauche ich nicht. So. Dann so. Dann glaube ich hier und hier, da habe ich nämlich diese Halteschienen. Ach, aus. Das sind Auswurfschienen. Das sind die Halteschienen. Na, jetzt habe ich zu paar Schienen zu wenig, zu viel gemacht hier. Wie kann ich das denn löschen? Ach so, so kann ich das sperren. Kann das jetzt dennoch craften? Was habe ich denn jetzt hier für Schienen? Auswurfschienen? Eigentlich soll das ja nicht mehr auswählen können. Naja. Dann habe ich halt ein paar Auswurfschienen mehr. Ich weiß noch nicht, für was man die braucht, ob man die überhaupt braucht. Ich tue sie dann einfach in irgendeine Kiste rein. Hauptsache, ich habe diese Halteschienen. Das sind jetzt hoffentlich die richtigen. Nö. Schon wieder irgendwelche mystischen Schienen gebaut. Dann würde ich sagen, hier, komm, wir nehmen so ein Pack. Nehmen uns zwei Truhen. So, und alle Schienen, die ich nicht brauche, werden in irgendwelche Kisten zerstaut. Am besten auch hier irgendwo. Hier so an der Wand mäßig. Die können wir auch da irgendwo hin tun. Ja, hier kann man noch sogar um die Ecke gehen. Oder vielleicht noch eine Kiste. Da reicht das eigentlich vollkommen, dass man so einfach eine Kiste hier hat. Dann komm mal her. Dann komm du wieder weg. Da muss ich die Schiene, ich weiß gar nicht, wie die zu kalte Schiene oder irgendwie hieß sie doch. Okay, ja, Mensch, Mensch, Mensch. Einwegschiene, Steuerschiene, Katapultschiene. Auswurfschiene, ne? Torschiene, Holzschiene. Da, Entpufferungsschiene, die brauche ich. Was? Die kostet auch einen Eisenblock. Oh, ist das geil. Da machen wir erstmal zwei Eisenblöcke. Ist doch nicht so, dass es teuer ist. Und dann brauche ich sowieso noch wieder Eisen. Aus dem Grund, Eisen für drüben, für die Walling-Maschine. So, zwei Blöcke. Und dann tue ich wieder hier drüben welche. Ich muss ja welche davon machen. Ich brauche noch mehr Schienen. So, komm. Machen wir ein paar. Acht auf jeden Fall, damit ich wenigstens einmal diese Schienen machen kann. Ich weiß gar nicht, was haben die jetzt gekostet? Ja. Ihn wieder nicht die auf die Aufnahmetaste zu drücken. Die Aufnahme schon wieder so halb abgebröchelt. Ich weiß nicht, warum ich da mal drauf komme. Ich weiß nicht. Ja, die ist ja da oben. Unter Exit ist ja dieses komische. Meistens ist das bei meisten Spielen ist das die Chat-Taste. Aber bei mir ist das die Aufnahmetaste, weil ich das direkt unter Exit habe. Und ich schnell zugreifen kann. Oh, ich drücke da mal wieder drauf.
So, dann werde ich halt ein bisschen die Folge ein bisschen länger machen für euch. Dürft ihr euch glücklich schätzen. Weil ich wieder Mist gebaut habe. So. So. Dann tun wir die mich auch nochmal auffüllen. Ich brauche nur 32 Stück. Ach komm, wisst ihr was? Wir machen hier 33. Was voll ist, ist voll. Außerdem wird sowieso Teeröl ständig nachgefüllt hier. Da brauche ich keine Angst haben, dass da irgendwann zu wenig drin ist. Aber wir können das auch so direkt auffüllen. Hat ja auch was. Wie das denn so weniger? So indirekt, wenn man drauf guckt. Jetzt ist es weniger geworden. Gut. Dann schaue ich mal eben hier nach. Wie es hier aussieht. Auch wieder fertig, danke. Und. Danke. Bäh. Habe ich normale Erde, Mist. Ja. Jetzt ist es normale Erde geworden. Naja. Egal. So, wo habe ich das komische Zeug hier? Hier nicht. Ach, egal. Irgendwo rein damit. Schadet keinem. Dann schauen wir mal eben, was hier der schlaue Fritz hier macht. Wo bist du denn eigentlich gerade? Auf jeden Fall ist er wieder da. Schau mal, was füllt er jetzt nach? Jetzt müsste er vielleicht, wenn er gleich oben ist, die Samen auffüllen. Ja, der braucht jetzt einen Moment natürlich, wenn er hier durchgerattert ist. Jetzt tut er nebenbei auch noch, glaube ich, einen Fertilizer anschmeißen. Wenn ich mich nicht recht entsinne, oder? Nee. Nicht ganz. Mal schauen, was er gleich macht. Der hat der... Ach so, Tintensäcke, geil. Ach so, der hat die rausgeschmissen, die Wasserzellen. Gut. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ich glaube, die Samen hat er abgeholt, ja. Die Samen hat er abgeholt. Na, bleib doch mal stehen. Dann nicht. So, was macht er jetzt? Okay. Zumindest ein bisschen immer die Lava auffüllen. So, jetzt kannst du hier durchtuckern. Ich weiß jetzt nicht, was er macht. Den Fertilizer anschmeißt. Sollte eigentlich mal, damit es besser läuft. Und das macht er jetzt die ganze Zeit, bis einfach keine Energie mehr da ist. Gut. Dann würde ich sagen, das läuft. Dann werden wir vielleicht eine Glasplatte hier drüber ziehen oder so. Oder ein Gebäude, keine Ahnung. Aber bis dahin würde ich sagen, bis dahin, euer Flash-Shooter-P und bis zum nächsten Mal. Tschüss!